Moin, mein Name ist Nico der Profi und das ist mein Ressourcenguide für Ragnarok in Ark Survival Evolved. Wir fangen mit dem Eisen an und zwar haben wir dafür hier folgende Möglichkeiten. Natürlich gibt es zig verschiedene Möglichkeiten, um hier auf Ragnarok an Eisen zu kommen. Aber gehen wir mal davon aus, dass das hier ein anfängerfreundlicher Guide ist und die meisten werden hier bei Viking Bay spawnen. Hier sind wir nämlich auch gerade. Und dann gibt es eben folgende Möglichkeit, ich zeige euch das einmal auf der Karte. Und von hier aus können wir hier unten reinfliegen, beziehungsweise ihr könnt da auch reinlaufen, völlig klar, da kommt ihr auch hoch zu Fuß. Und da haben wir eben hier verschiedene Eisenvorkommen, links und rechts in diesem kleinen Tunnel. Das sollte für den Anfang auf jeden Fall reichen, ich glaube hier oben ist auch noch ein bisschen was drauf. Ja, hier oben befinden sich auch noch ein paar Vorkommen, die ihr auf jeden Fall auch nutzen könnt. Und damit seid ihr am Anfang, glaube ich, schon ganz gut bedient. Eine weitere Möglichkeit fürs Eisen bietet sich hier im Pelagons Bay. Es ist nicht ganz so weit weg von dem, wo wir gerade waren. Und zwar ist hier an der Klippe alles voll mit Eisen. Hier könnt ihr also auch ganz gut abbauen, einfach einen Floß zum Beispiel bauen und da alles reinschmeißen in die Kisten. Und schon habt ihr Eisen für den Anfang auf jeden Fall auch nicht verkehrt und auch fürs weitere Spiel auf jeden Fall nicht verkehrt. Wenn ihr auf jeden Fall eine Quelle sucht, wo dann viel auf einmal ist, da habt ihr hier auf jeden Fall genug am Start. So, kommen wir zum Kristall. Ich zeige euch das einmal, wie das auf der Karte aussieht. Und zwar befinden wir uns hier. Und das ist immer noch relativ nah an der Bay dran. Und ich zeige euch mal ganz kurz, wo hier überall die Vorkommen sind. Jetzt werden wir, glaube ich, gerade angegriffen. Sollen wir es mal machen. Also wir haben hier einige Vorkommen an Kristall auf jeden Fall. Hier ist auch noch Metall dabei. Wie überall auf der Map eben auch. Und hier sind auf jeden Fall ordentlich Kristallvorkommen. Und von hier aus kann man eine schöne Route fliegen. Und das mache ich mal eben mit euch. Dazu fliegen wir einfach hier unter dem Torbogen einmal durch. In dem kleinen Wäldchen halten wir uns dann links. Und dann müsste hier auf der linken Seite noch ein kleiner Wasserfall kommen. Der jetzt auch hier ist. Und hier drin befindet sich dann auch nochmal Kristall. Ich glaube nochmal drei Vorkommen. Genau, die könnt ihr auch nochmal mitnehmen. Dann fliegen wir einmal wieder zurück, wo wir eben herkamen. So, wir befinden uns jetzt auf der Brücke, unter der wir eben durchgeflogen sind. Hier ist das Vorkommen, was ich euch gezeigt habe. Da hinten ist der Wasserfall. Und von hier aus können wir nochmal gerade durchfliegen. Und dann kommen wir hier vorne nämlich zu dem nächsten Vorkommen. Das heißt, hier könnt ihr auch nochmal ordentlich was abbauen. Wenn ihr zum Beispiel schon Argentavis habt, ich weiß, ihr habt gerade gesagt Anfängerguide, oder hier irgendwie hochkommt, habt ihr hier auf jeden Fall auch nochmal ein paar Quellen, wo ihr ordentlich Kristall rausziehen könnt. Und wenn ihr jetzt sagt, das reicht mir immer noch nicht, ihr möchtet noch eine weitere Station mit reinnehmen, dann zeige ich euch die auch nochmal. So, wir finden uns nochmal auf der Brücke. Hier unten, wie gesagt, wieder das erste Vorkommen. Und von hier aus fliegen wir einmal gerade durch. Und dann kommt da gleich ein kleiner See mit so einem Häuschen oder mit einer Ruine drauf. Und da müssen wir hin. So, hier vor uns ist jetzt dieser kleine See mit einem Wasserfall aus dem Schneebiom. Und hier unten sind die Ruinen. Und da befindet sich auch nochmal Kristall drauf. Einmal hier oben und da unten drin ist auch noch Kristall. Ich zeige euch das einmal kurz auf der Karte. Das Ganze sieht wie folgt aus. Ist auch alles relativ nah beieinander. Also es klappt schon ganz gut. Aber es gibt noch eine weitere Quelle, die ich euch zeigen kann, die nicht unbedingt zu der Route dazugehört. So, wir befinden uns jetzt in dem Schneebiom auf Ragnarok. Ich habe mal ganz kurz die Kleidung angezogen. Relativ nah an dem, wo wir eben waren. Eben hier im Schneebiom. Wir machen jetzt folgendes. Wir fliegen einmal hier lang Richtung Berge und dann sind jetzt hier Eiszapfen und da können wir unten durchfliegen beziehungsweise reinfliegen in die Höhle und in der Höhle gibt es auf jeden Fall auch nochmal ordentlich Kristall. So, wir fliegen einmal weiter durch die Höhle, müsst ihr ein bisschen aufpassen, hier sind ein paar Bären und so. Aber wenn ihr euch da relativ bedeckt haltet, könnt ihr da euren Ruhe auf jeden Fall euer Zeug abbauen. Hier haben wir ein Kristallvorkommen. Hier vorne sind auch nochmal welche. Also eigentlich durchziehen die ganze Höhle. Könnt ihr überall was abbauen. Ihr müsst einfach mal ein bisschen durchlaufen, durchfliegen, was auch immer. Und dann findet ihr hier ganz viele Vorkommen. Jetzt auch hier wieder. Das ist unglaublich viel. So, ich bin jetzt nochmal zu dem Punkt zurückgeflogen, von dem wir reinkamen. Das ist hier. Wo wir dann gerade durchfliegen. Und fällt uns eigentlich ein bisschen was auf. Das ist so leicht schimmernd glänzend, da läuft auch noch Wasser lang. Und hier, das muss man
einmal aufschlagen. Und dann kommt man hier wunderbar durch. Und hier sind dann auch nochmal Kristallvorkommen. Also ist alles in einer Höhle, das ist extrem viel. Wenn ihr zu zweit herkommt oder mit zwei Argentavis, dann könnt ihr hier ordentlich was mitnehmen auf jeden Fall. Eine weitere Möglichkeit, um Kristall zu bekommen, ist in den Highlands vorhanden. Und zwar befinden wir uns auf der Karte hier. Das Ganze ist ein Flusslauf, der dann hier eben oben rauskommt. Und wenn wir jetzt hier oben reingehen, dann sehen wir schon, ist hier auf jeden Fall auch eine Kristallquelle am Start. Das heißt, falls ihr in den Highlands gebaut habt oder vorhabt hier zu bauen, hier ist auf jeden Fall dann Kristall auch am Start. Als nächstes kümmern wir uns um den Zement. Wir befinden uns jetzt hier wieder in der Nähe der Bay, also hier unten ist Viking Bay. Und hier vorne ist ein See und da können wir Zement herkriegen, weil da sind die Biber. Und ich zeige euch nochmal auch auf der Karte, wie das aussieht, wenn ich gelandet bin. Und zwar sieht das wie folgt aus. Wir befinden uns hier auf der Karte. Ich zeige das nochmal. Und dann müsst ihr ganz einfach hier Biberdämme finden und die könnt ihr ausräumen und ausräubern sozusagen. Ich würde aber aufpassen, die Biber reagieren dann nicht immer ganz so freundlich darauf, würde ich mal sagen. Und eine weitere Möglichkeit ist hier nochmal an einem großen Wasserfall. Die Bay ist dort hinten. Ist auch nochmal ein See, wo sich sehr viele Biber aufhalten. Zeigt es auch nochmal auf der Karte. Hinten und hier, das ist ziemlich nah dran an dem, wo wir uns eben befunden haben. Falls ihr da nicht fündig werden solltet, könnt ihr hier auf jeden Fall nochmal euer Glück versuchen. Und hier kann man sich dann auch an den Bibern bereichern. Die Biberdämme sehen dann aus wie das hier, was wir jetzt hier vor uns haben, dieses Holzgestrüpp oder eben so wie hier. Wie gesagt, aufpassen, schnell sein und weg. Als nächstes kümmern wir uns um das Obsidian und zwar befinden wir uns hier in der Nähe des Vulkans, also eigentlich am Vulkan. Auf der Karte sieht das so aus, falls ihr nicht wisst, wo der Vulkan ist. Und Obsidian ist eigentlich auf der ganzen Map überall verteilt, allerdings habe ich noch keinen Spot gefunden, der so wirklich ganz viel Obsidian ballt. Aber am Vulkan habt ihr auf jeden Fall die erhöhte Chance, da Obsidian zu finden, weil macht ja Sinn, ne? Als nächstes kümmern wir uns um Chitin, Siliziumperlen und schwarze Perlen. Das kriegen wir alles hier unten in der Bay hin. Wir finden uns jetzt hier in der Viking Bay und zwar müssen wir dafür einmal unter Wasser. Ich muss jetzt kurz Krebs herauslocken. Davon befinden sich hier ziemlich viele. Wenn ihr Glück habt, sind die hier am Ufer. Beziehungsweise wenn ihr Pech habt, weil die nerven halt echt und torpern euch kaputt. Aber wenn ihr Glück habt, könnt ihr die direkt hier am Ufer erledigen. Ich ziehe mir jetzt mal ein paar raus. Dafür habe ich hier unser Krokodil Lacoste. So, und zwar müsst ihr diese Kollegen hier aus dem Wasser rausbekommen. Beziehungsweise die meiste Zeit sind sie schon am Ufer. Da müsst ihr nur aufpassen, weil die extrem schnell torpern. Man sieht es jetzt gerade bei dem... bei unserem Alligator. So, und wenn wir den jetzt tot haben, können wir den einmal kurz ausnehmen. So, wir haben 37 Chitin rausbekommen, wir haben 8 Siliziumperlen rausbekommen, wir haben sogar Öl rausbekommen und wir haben schwarze Perlen rausbekommen. Das heißt, die sind auf jeden Fall gut geeignet, um am Anfang erstmal reinzukommen. Dadurch bekommen wir Öl, wir können damit Ölpumpen bauen, können dann später Ölpumpen aussetzen. Und die sind in der Regel hier überall am Ufer verteilt, da immer sehr, sehr nah an der Wasseroberfläche. Und wenn ihr die draußen besiegt, dann habt ihr da euer Chitin und eure Perlen und so weiter. Natürlich könnt ihr die auch ab und zu mal rausziehen. Ich würde euch nicht empfehlen, das alleine zu machen, weil ihr sehr schnell ausnockt einfach, weil die extrem viel Torpor drücken und dementsprechend euch dann auch ausnocken. Meistens bekommen sie eigentlich gekillt, weil sie zu wenig Schaden machen, aber so kann man auf jeden Fall schon mal Siliziumperlen sammeln, Chitin sammeln, Öl sammeln, schwarze Perlen sammeln. Wenn ihr jetzt aber nur Siliziumperlen braucht und euch nicht mit diesen Krebsen anlegen wollt, dann könnt ihr einfach wieder hierher kommen. Das ist wieder Pelagornis Bay, wo wir auch schon waren aufgrund des Metalls. Und zwar unter Wasser befinden sich hier überall Siliziumvorkommen. Das sind diese hier. Die könnt ihr dann ganz easy aufsammeln. Müsst natürlich aufpassen, dass jetzt hier kein Megalodon ankommt und euch auseinanderreißt. Kann durchaus mal vorkommen. Aber in der Regel, wenn ihr da aufpasst, wird das was. Also hier sind überall, wenn wir schon davon sprechen. Hier ist direkt einer vor uns. Der interessiert sich aber nicht für uns. Hier sind auf jeden Fall überall die Vorkommen an Siliziumperlen, die könnt ihr ganz einfach aufsammeln und müsst euch dann so nicht mit den Krebsen anlegen.
So, jetzt habe ich euch schon gezeigt, wo man Öl herbekommt. Natürlich kann man damit dann eine Ölpumpe bauen, wenn man nicht gerade sogar eine rausgezogen hat aus einem Drop. Es braucht natürlich noch Orte, wo ihr die hinsetzen könnt, damit ihr auch noch weiterhin Öl bekommt und das ganz ohne Probleme und ohne irgendwas zu tun. Wir befinden uns hier wieder im ersten Schneebiom und zwar heißt das Ganze hier Jackknife Glacier und sind hier in der Nähe von der Höhle, wo wir auch den Kristall herbekommen. Hier sind auf jeden Fall drei Punkte, wo ihr eure Pumpen platzieren könnt. Und die sammeln hier auf jeden Fall ordentlich Öl für euch. Geht auf jeden Fall um einiges schneller als andauernd irgendwelche Krebse zu klatschen. So, zum Schluss des Videos habe ich nochmal ein, zwei kleine Sachen für euch, die ganz nett sind, nochmal die zu wissen. Und zwar liegen hier vorne ein paar gestrandete Wale. Das Ganze befindet sich hier in den Highlands. Auf der Karte sieht das wie folgt aus. Wir sind in der Nähe des Vulkans, der ist hier hinten. Und wenn wir die jetzt abbauen, bekommen wir auf jeden Fall viel Keratin, Leder, Öl, verdorbenes Fleisch bekommen wir auch raus. Und so ist am Anfang auf jeden Fall auch schon mal ein bisschen der Keratin-, Leder- und Ölhaushalt gesichert. Könnt ihr hier ganz einfach an der Bay abbauen. Ich weiß allerdings nicht, ob die respawnen, aber es würde Sinn machen, wenn sie respawnen würden. Weil alle anderen Ressourcen auf dieser Map respawnen. Ja, au. Und außerdem könnt ihr das verdorbene Fleisch eben nutzen, um schon mal ein paar Narkosemittel herzustellen. Das bringt natürlich gerade am Anfang auch sehr viel Level für die Leute, die noch nicht ganz so hoch sind mit ihrem Level. Und ihr müsst halt nicht warten, bis das Fleisch verdorben ist. Das ist ja auch ganz praktisch. Und zu guter Letzt zeige ich euch nochmal ein paar Gärten. Und zwar befinden wir uns immer noch in den Highlands. Auf der Karte sieht das dann so aus. Und zwar bekommt ihr hier allerlei an Gemüse. Das heißt, gerade am Anfang, hier kriegen wir jetzt Kartoffeln raus. Wenn ihr noch keine Gewächshäuser habt, ihr habt noch keine Samen, ihr habt noch keine Möglichkeiten, sowas aufzubauen, aber ihr wollt schon irgendwas zähmen, wofür ihr das braucht, dann seid ihr hier ganz gut bedient auf jeden Fall. Hier bekommt ihr auch direkt eure Saat her und da gibt es, glaube ich, noch mehrere von hier in den Highlands. Das jetzt als Beispiel hier einer. Da ist der Leuchtturm, da ist der Beacon. Das war's mit meinem Ressourcenguide zu Ark Survival Evolved auf Ragnarok. Ich habe sehr viel Wert auf Kristall gelegt, weil das war irgendwie immer das, was uns so gefehlt hat. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Wenn ja, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr mehr von diesen Videos sehen wollt und vor allem den Kanal auch unterstützen wollt, könnt ihr natürlich den Kanal auch abonnieren. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen und wenn ihr selber noch Orte habt, die hätten ins Video rein gemusst, dann schreibt die doch bitte in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video wieder und bis dahin und ciao.